So, wir frühstücken heute mit Herrn Professor Klaus Kleber. Professor Kleber ist Moderator, der erste Moderator des ZDF-Heute-Journals. Wir kennen ihn alle. Er ist Honorarprofessor am Institut für Medienwissenschaft, Buchautor, Jurist, vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Adolf-Grimme-Preis, dem Hans-Joachim-Friedrich-Preis, der Goldenen Kamera. Herr Kleber, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns über die Corona-Zeit helfen an dieser Universität. Sonst ist es ja meistens umgekehrt. Die Mediziner helfen uns Journalisten über die Corona-Zeit. Das ist wohl wahr. Nein, der Unterricht ist bei uns tatsächlich ganz arg anders. Wir haben hier in Tübingen, Sie wissen und kennen das ja, eigentlich eine wunderbare Präsenzuniversität. Wir sind weit weg von einer Fernuni und lernen gerade von Ihnen auch, wie man das auch anders gestalten kann. Wir lernen ja auch im Moment ganz viel. Wir sind normalerweise ja ein ziemlich chaotischer Haufen, der jeden Tag dieses Heute-Journal zusammennagelt mit sehr unterschiedlichen Auffassungen. Wir streiten uns ununterbrochen nicht nur über die Sache, sondern auch vor allen Dingen um die Sendung. Was ist heute wichtig? Was müssten wir unbedingt wie machen? Welchen Autor lassen wir an welche Sache ran? Wen laden wir zu Gesprächen ein und so weiter? Es gibt wirklich jeden Tag, was weiß ich, 5, 6 Dutzend Kernentscheidungen zu treffen. Und das ist in so einem unhierarchischen Durcheinander, wie es eine gute journalistische Redaktion ist, sehr schwierig. Und jetzt sehen wir uns nicht mehr. Jetzt sind plötzlich nur noch ein Viertel der Leute im Haus und die anderen machen Homeoffice. Und ich habe morgens Besprechungen, die mache ich auch von zu Hause aus. Mit zum Teil, gestern war es in der Nachmittagsbesprechung zur Sendung, waren 22 Leute, die sich auch nicht sehen. Wir machen das mit Audio only. Mhm. Und es funktioniert tatsächlich. Niemand von uns hätte geglaubt, dass das geht. Dass man eine Sendung jetzt von heute auf morgen plötzlich auf eine ganz andere Weise zusammenstellt. Aber es funktioniert. Wobei ich auch sagen muss, nach all den Monaten, dieser vollbesetzte Redaktionstisch, alle reden miteinander, sehen sich in die Augen, sehen auch die Körpersprache und so. Also das vermisst man schon. Und das wird wahrscheinlich wieder zurückgestellt werden, nehme ich an. Ja, aber vielleicht nicht ganz. Also wir sind im Moment so in losen Gesprächen darüber. Das ist noch sehr informell, so auf dem Flur und in Telefongesprächen. Was ist eigentlich gut? Was sollten wir eigentlich behalten? Aber ganz sicher nicht diese fast aseptische Produktion, wo doch manchmal einfach die Leute nicht diesen unmittelbaren, schnellen, über den Flur Rufe Kontakt haben, der vor allen Dingen in den anderthalb Stunden vor der Sendung, wenn noch manchmal alles umgeschmissen wird, da ist es schon besser, man sieht sich. Ich zeige mal ganz kurz. Ich zeige mal ganz kurz, wie bei uns die Regie und so aussieht. Das sind allesamt Medizinstudierende. Wir schalten das mal ein. Es sind nicht die Profis am Werk aus der Medienwissenschaft, die Sie ja kennen, sondern in dem Fall Medizinstudierende, die hier mit ihrem Anatomieprofessor zusammen etwas versuchen. Und wahrscheinlich machen wir sehr viel falsch. Es wird sicherlich von Anfang bis Ende eine Spiralmoderation jetzt stattfinden, lauter Sachen, die man eigentlich nicht macht. Ich habe folgende Frage, Herr Kleber, zu Beginn. Sie sind geboren in Reutlingen und wir alle wissen, dass wir Süddeutschen jetzt uns nicht gerade oft sehr gut mit Worten ausdrücken können. Wir brummeln lieber oder schauen einfach nur. Und wie wird man als Schwabe einer der wortgewaltigsten Sprecher in der deutschen Fernsehlandschaft? Vielleicht habe ich da einen schwäbischen Gendefekt, also mit schwäbischen Augen gesprochen. Ich habe immer gerne geredet, ich habe immer gerne auf andere Leute eingeredet, ob die das hören wollten oder nicht. Und ich habe wahnsinnig gerne Menschen getroffen, mir ihre Geschichten angehört. Man hat mir schon als Kind gesagt, wenn du erzählst, wie deine Begegnung war, dann ist mit irgendwas. Ich habe irgendeinen Bauern getroffen, der ein Schwein geschlachtet hat oder so. Und dann habe ich erzählt, was das war. Und ich hatte das Gefühl, ich kann ganz gut erzählen. Und dann habe ich später angefangen, mich für Politik zu interessieren, als ich erfahren hatte, dass wegen eines
Augendefizits, dass mit Lufthansa-Kapitän werden nichts wird und Weltraumfahrer auch nicht. Und dann habe ich mich für jemand anders entschieden, für einen anderen Beruf entschieden, der mir erlaubt zu reisen und die Welt zu sehen. Und das war halt Journalismus. Ob Schwäbische dabei eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Ich bin in Reutlingen ja eigentlich nur geboren. Ich habe da nie gelebt. Ich bin ein paar Tage nach meiner Geburt mit meinen Eltern dann erst ins Rheinland und dann nach Berlin gezogen und habe in Liechtenstein gelebt und dann wieder in der Kölner Gegend und bin erst zum Studium richtig nach Tübingen gekommen. Trotzdem fühle ich mich als Schwabe, weil meine Familie schon seit Jahrhunderten aus Oberschwaben ist und weil ich mich in der Region einfach zu Hause fühle. Jawohl. Ja. Sie sind, haben gerade erzählt, Sie haben studiert in Tübingen. Da war zu dieser Zeit das Tübinger Stadtleben, glaube ich, ein bisschen anders. Sie kennen Tübingen jetzt. Was hat sich verändert? Gar nicht so viel, finde ich. Also ich habe immer gefunden, dass Tübingen deswegen so wahnsinnig attraktiv ist, außer dass es eine wunderschöne Stadt ist in einer herrlichen Gegend. Dadurch, dass es von Studenten geprägt wurde. In der Altstadt von Tübingen hatte ich das Gefühl, leben mehr Studenten in überteuerten Buden als normal, in Anführungszeichen, Bürger. Das ganze Studentenleben war sichtbar und ging nicht unter wie in München oder so. Und ich habe mich da von Anfang an zu Hause gefühlt. Dazu kam, dass ich in die Studentenverbindung eingetreten bin, in die Westfalia oben auf dem Österberg. Was toll war, weil ich dann Freunde hatte, die Bude an Bude mit mir wohnten. So ein gutes Dutzend von uns wohnte auf dem Haus, diesem herrlichen Haus oben mit Blick über die ganze Stadt. Und die waren Mediziner und Theologen und Chemiker, Pharmazeuten und eben auch zwei, drei Juristen. Und dadurch haben wir das gekriegt, was Universität heute leider nicht mehr genügend bietet, nämlich den Kontakt mit anderen Fakultäten. Meistens sind ja doch die Freunde und Kumpels und die Reise, die Freundinnen und so weiter, kommen dann häufig aus derselben Fakultät. Das war bei uns ganz anders. Seit 2015 haben Sie jetzt die Honorarprofessur in der Medienwissenschaft. Ich darf ganz kurz einen Einspieler, ein Grußwort von Frau Professor Marschall zeigen. Lieber Klaus, ich freue mich sehr, dass du unserer Universität und der wunderbaren Einrichtung der Sectio Chirurgica und dem Frühstücksfernsehen ein Interview gibst, soweit ich weiß, am Sonntag. Ein Grußwort aus deinem Institut. Wir vermissen dich. Wir können ja jetzt unter diesen Corona-Bedingungen keine Lehrveranstaltung in einem Seminarraum planen. Aber wir würden natürlich wahnsinnig gerne bald wieder zusammenkommen, dich einladen, bei uns hier in Tübingen zu lehren. Vielleicht muss es dann virtuell geschehen. Ich erinnere mich gerade mit großem Vergnügen an das Projekt Recht gerecht, das man ja auch immer noch im Internet sehen kann. Und an die Arbeit, an die Aufregung, die ein ganzes Semester lang geherrscht hat, weil wir uns mit diesem unglaublich schwierigen Begriff und der Gerechtigkeit befasst haben und daran gearbeitet haben. Und ich weiß, dass die Studierenden wirklich alles gegeben haben und es war für sie ungeheuer aufregend. Und ein ganz besonders schöner Moment war sicherlich auch für die Moderatorin, als sie dann von dir gecoacht wurde. Was kann einem Besseres passieren als Moderator? Also das ist nur ein Beispiel von vielen, an das ich sehr, sehr gerne denke. Und ich glaube, es wird bald Zeit für etwas Neues. Und ich wünsche dir hiermit einfach, bleib gesund, hab einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Interview und bis ganz bald. Danke, eine Susanne. Liebeserklärung der Medienwissenschaftler. Ja, I miss and love you too. Toll. Herr Kleber, als Buchautor haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Rettet die Wahrheit. Wir können das mal kurz einblenden. Und da beschreiben Sie gleich zu Beginn, wie Sie an einer anderen Universität in einem Hörsaal der Medizin sitzen. Es war eine Uni etwas weiter neckaraufwärts, die neben Tübingen auch ganz okay sein soll. Und es war dort die Frage an das Publikum,
Publikum gestellt, dass ob die Politik Einfluss nimmt auf das, also ihre Arbeit. Und da waren Sie offensichtlich sehr erschrocken, so beschreiben Sie das. Können Sie das nochmal für uns kommentieren? Wie unabhängig ist denn die Nachrichtenkultur bei uns? Also was ich da gemacht habe, war eine kleine Provokation. Ich habe diesem Auditorium, das aus Heidelberger Honoratioren stand, also ich glaube keine Studenten, es war eine Veranstaltung, da ging es um das Krebsforschungsinstitut und die Freunde und Förderer dieses großartigen Instituts waren dort zusammengekommen. Und ich habe halt über meinen Beruf geredet und habe dann so provozierend gesagt und habe gesagt, die Leute reden immer über Staatseinfluss auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist doch klar, ich meine, dass wir bei schwierigen Themen wie Russlandpolitik zum Beispiel uns ab und zu mal mit der Regierung klären, ob das jetzt sinnvoll ist, dermaßen auf Putin einzudreschen, bloß weil er die Krim heimgeholt hat ins Russische Reich, ob das sinnvoll ist, da so dauernd drauf rumzuhacken und so. Und dann merkte ich, dass dieses außerordentlich gebildete Publikum dort so nickte und sagte, naja, klar, das muss man schon machen. Und ich bin wirklich explodiert. Ich habe gesagt, was glauben Sie denn? Natürlich reden wir niemals mit dem Kanzleramt über unsere Berichterstattung, was wir machen sollten und was wir nicht machen sollten. Wir reden mit denen höchstens über die Frage, ob wir, wenn wir Informationen brauchen aus dem Haus. Und das ist immer ein antagonistisches Verhältnis und kein Kumpelverhältnis. Und so erlebe ich auch die Redaktion. Ich mache jetzt seit 17 Jahren eine der wichtigsten Sendungen in Deutschland mit und noch nie hat jemand versucht, mir irgendwie einzuflüstern, wie ich in der einen oder anderen politischen Frage mich verhalten, mich äußern oder die Verantwortlichen fragen soll. Das ist absolut undenkbar. Das widerspricht dem Ethos des Journalisten, das widerspricht dem Daseinszweck öffentlich-rechtlicher Medien. Das sollte man sich aus dem Kopf schlagen. Und ich bin erschrocken darüber, wie viele wirklich anständige Leute das nicht nur glauben, dass wir das machen, sondern auch irgendwie in Ordnung finden. Das wäre überhaupt nicht in Ordnung. Also wir haben das sofort verstanden in Tübingen und so eine Frage würde hier niemals gestellt werden, behaupte ich. Ich gebe auch immer gern die Antwort. Die Frage von unseren Studierenden, die jetzt auch gestellt wurde, die würden wir gerne auch einblenden, ist folgende. Darf bei einer Nachrichtensendung, bei einer Nachrichtenmoderation die Haltung des Moderators zu erkennen sein? Ja, mit diesem Wort Haltung wird wahnsinnig viel Schindluder getrieben. Ich bin da sehr kritisch. Ich finde, meine Haltung als Journalist muss immer distanziert skeptisch sein. Ich habe, wenn ich jetzt Herrn Spahn vor mir habe, werde ich immer kritisch über die Gesundheitspolitik und die Pandemiepolitik im Moment mit ihm reden und nicht zustimmen. Ich bin ja nicht ein Journalist, um zu fragen, Herr Spahn, bitte erklären Sie uns Ihre brillante Analyse der gegenwärtigen Lage und dann in der zweiten Frage sagen Sie uns, was Sie tun wollen oder noch besser, was wir tun sollen. Das ist nicht meine Haltung. Ich habe immer eine antagonistische Haltung und ich habe witzigerweise meine größten Probleme bekommen, weil ich zu bissig und zu unhöflich gefragt hätte, wenn ich Leute gefragt habe, mit deren Haltung ich im Prinzip einverstanden war. Wo ich sagte, jawohl, das ist das, was ich persönlich, wenn ich es entscheiden müsste, auch entscheiden würde. Aber das darf doch in der Sendung keine Rolle spielen. Und manchmal gelingt einem diese Verstellung vielleicht ein bisschen schlecht, indem man dann übertreibt mit Spott oder Angriff. Das muss man dann vermeiden. Die Balance zu finden ist schwierig. Aber es geht nicht darum, was Klaus Kleber meint, ganz sicher nicht. Die sozialen Medien bieten ja jetzt aber die Möglichkeit, dass Sie als Privatperson sich auch äußern. Und da haben wir von Ihrem Twitter-Account das Beispiel, ein Kommentar zu einem Themenfeld, was uns als Mediziner unheimlich umgetrieben hat. Vielleicht können wir das auch kurz einblenden.
Und zwar hat es zu tun mit der Diskussion um die wissenschaftliche Berichterstattung aus der Bild-Zeitung. Und Sie schließen mit dem Wort "It's journalism stupid". Also wir finden das sehr sympathisch, dass auch Ihre Meinung und Haltung zur Darstellung kommt in diesem Medium. Was können Sie uns denn berichten? Wer ist denn gemeint eigentlich mit dem Stupid? Ist das der Berichterstatter aus der Bild-Zeitung? Also Wissenschaftsberichterstattung und Bild-Zeitung in einem Satz ist ohnehin schon mal eine problematische Konstruktion. Die Bild-Zeitung ist ein Blatt, das nicht von Aufklärung lebt, sondern von Konfrontation. Die Sache mit der Pandemie war irgendwie viel zu harmonisch für ein Boulevardblatt. Ein Boulevardblatt braucht Helden und Schurken und Konfrontation. Und da ist Professor Drosten, der ein honoriger und anständiger Wissenschaftler ist, nach meinem Eindruck. Jedenfalls habe ich in dem, was er berichtet und eingeschätzt hat, nie etwas anderes erlebt und gesehen, der mit der wissenschaftlichen Methode, sich nach vorne zu irren, zwischen die Mühlen dieser künstlich erzeugten Konfrontation der Bild-Zeitung geraten ist und der darunter erkennbar gelitten hat, der sich dann auch zurückgezogen hat für eine Weile aus der öffentlichen Diskussion. Und das ist sehr schade, weil wir gerade in solchen Themen einfach die Tatsachen erklärt bekommen müssen. Wir Journalisten sind keine Virologen, die allermeisten Bürger sind keine Virologen und trotzdem waren virologische Sachverhalte jetzt entscheidend für unser Leben. Und da bin ich Herrn Professor Drosten da an die Seite gesprungen, weil ich das Gefühl hatte, hier schlägt ein Blatt über die Stränge und stellt eine, der hat sich geirrt, der handelt unverantwortlich, Anklage aus nichts zusammen. Und da ist mir dann mal der Kamm geschwollen, das würde ich in der Weise auch in der Sendung nicht sagen. Da würde ich darauf hinweisen, was geschieht, in einem ruhigeren Ton, vielleicht so ähnlich wie jetzt, aber nicht mit diesem Konfrontativen. Und ehrlich gesagt, manchmal fehlt mir das. Ich bin schon einer, der gerne auch mal zulangt verbal. Und dazu gibt mir Twitter eine Gelegenheit. Und jeder weiß, dass man da ein bisschen mehr Freiraum ausnutzt und trotzdem derselbe Mensch ist. Ja, also auch hier dürfen Sie natürlich richtig vom Leder ziehen. Die Frage ist natürlich, welche Art der Qualitätskontrolle gibt es denn im Journalismus? Wir hören immer wieder den Begriff des Pressekodex, aber ganz offensichtlich sind die unterschiedlichen Arten des Journalismus in unterschiedlicher Art und Weise damit konfrontiert. Ja, das kann man nicht so normativ regeln. Das hat viel was auch mit professionellem Anstand zu tun, dem Verhältnis, das man dazu hat, mit Streitlust und so weiter. Aber es gibt eben Grenzen, deswegen gibt es auch den Deutschen Presserat, der gelegentlich seine Beurteilungen ja auch verändert. Zum Beispiel jetzt geändert hat zur Frage Nennung der Nationalität bei Tätern. Das war früher sehr strikt, inzwischen wird das großzügiger angewendet. Manchmal spiegeln diese Regeln auch nur die Praxis wider, weil die Gesellschaft sich natürlich verändert. Aber wir sind halt einfach so, dass wir versuchen, nur Dinge auf den Sender zu bringen, die durchdacht zu Ende recherchiert und auch in der Redaktion kontrovers besprochen worden sind. Jetzt geht es gerade im Moment um die Frage, das Wort Rasse aus dem Artikel 3 Grundgesetz zu streichen und möglicherweise durch eine andere Konstruktion zu ersetzen. Da haben wir gestern gefragt, ist es eigentlich tatsächlich so, dass die Wissenschaft sich einig ist, dass es so etwas wie Rassen unter Menschen nicht gibt? Wenn es das nicht gibt, warum gibt es dann Rassen unter Pferden zum Beispiel und unter Hunden meinetwegen? Wo ist der Unterschied? Was heißt Rasse eigentlich ganz genau? Und wir sind dieser Frage nachgegangen. Wir haben telefoniert mit Ethnologen, mit Soziologen und so weiter, auch mit Juristen und gefragt, ist es in der Wissenschaft unstrittig oder gibt es da nach wie vor eine Debatte? Es sieht so aus, dass es tatsächlich unstrittig ist, fast jedenfalls. Und bevor wir weiter darüber berichten, wollten wir da eine sichere Plattform haben und wissen,
Ist es etwas, was wir wissen? Ist es etwas, was wir glauben? Oder ist es etwas, was wir wissen, zu wissen glauben? Und das ist die gefährlichste Kategorie für Journalisten, dass jemand glaubt, etwas zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß es nicht. Trompetet es aber schon mal raus. Ja, ich meine, Rassenbegriff ist gerade in der Medizin etwas sehr Gefährliches und aus dem Grund verstehen wir, dass das sehr problematisch ist in unserem Sprachgebrauch. Solange wir uns alle einig sind, dass wir keinen Rassismus haben wollen, dass wir im Gegenteil gegen Rassismus vorgehen, das heißt gegen die Beurteilung eines anderen Menschen nach äußerlichen Merkmalen oder nach Herkunft. Und solange das wirklich auch kraftvoller Konsens ist, können wir uns alle anderen Debatten gut leisten. Das ist kein Problem und die sollten auch offen geführt werden und in Ruhe. Ja. Sie waren 15 Jahre lang Auslandskorrespondent in den USA. Und deswegen auch meine Frage, was ist denn zurzeit gerade los mit unseren Freunden und wie erleben Sie das denn? Sie haben, denke ich, sehr großen und viel Einblick und viele Bekannte auch in den USA. Ja, ein wichtiger Teil meines Lebens hat in Amerika stattgefunden. Das Leben meiner Familie ist ganz stark von Amerika geprägt und mein journalistisches Leben sowieso. Und ich glaube, das ganz Wesentliche, was hinter all diesen Dingen steht, über die wir jetzt täglich berichten, ist der Zusammenbruch des Anstands. Diese Nation, die sich aus allen Religionen, Ethnien, Kulturen des Planeten zusammensetzt, hat nur deshalb funktionieren können, weil es ein Minimum an Konsens gab darüber, wie man Streit untereinander austrägt. Und das ist durch die Brutalisierung von Sprache und Politik, die ganz wesentlich von Donald Trump und seiner Mannschaft und seinem Wahlkampf ausgegangen ist, am Rande des Zusammenbruchs. Und das ist etwas, was Amerika sich nicht leisten kann, was sich der Rest der Welt nicht leisten kann, und was trotzdem um sich greift. Ich glaube, jenseits aller politischen Dinge ist das diese menschliche Dimension dessen, was gerade kaputt geht, die mich am meisten umtreibt. Sie haben viele Präsidenten auch interviewt. Haben Sie auch ein Interview mit Donald Trump geführt? Nein, das ist der erste seit Vater Bush, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig scharf darauf, weil ich nicht glaube, dass ein Austausch mit ihm möglich ist. Das war mit amerikanischen Präsidenten immer möglich, vorbildlich mit Bill Clinton, auch mit Barack Obama. Das sind Leute, die deiner Frage zuhören und die dann versuchen, dich von ihrer Haltung zu überzeugen und nicht nur Parolen runterspulen. Ich fand diese Gespräche mit allen, übrigens auch mit Hillary Clinton, insofern erfreulich. Es war professionell, produktiv, durchaus auch scharf, weil amerikanische Politiker das durchaus gewohnt sind. Also ich habe Barack Obama gefragt, wie es kommen kann, dass er, der große Hoffnungsträger, eine solche Enttäuschung geworden ist. Das muss man ja auch erstmal akzeptieren, dass man sowas gefragt wird. Und er hat es akzeptiert und hat eine sehr nachdenklich gute Antwort darauf gegeben. Kann ich mir vorstellen, dass das problematisch wäre, diese Frage Donald Trump zu stellen. Das, Ich würde gar nicht verstehen, wovon ich spreche. Er ist ein ungebrochener Triumph, seit er auf die Welt gekommen ist. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Tagesgeschäft bei Ihnen jetzt im Heute-Journal. Eine Sache, die bei unseren Studierenden hier in der Regie und die Redaktion machen, gestellt wurde. Wie sieht es denn eigentlich hinter dem Moderationspult bei Ihnen aus? Was verbirgt sich da? Gestern habe ich gesehen, da haben Sie ganz am Schluss eine Schublade aufgemacht und einen Stift reingetan. Was ist denn da sonst noch alles drin? Da sind Tastaturen für Computer, die in dem Pult eingelassen sind und alle möglicher Krempel. Und aus dem Krempel hatte ich am Abend vorher einen ZDF-Kugelschreiber, habe ich jetzt einen, nein, der mir nicht gehörte, mitgenommen, aus Versehen eingesteckt. Normalerweise habe ich immer meinen eigenen dabei und ich habe ihn ordentlich am Tag drauf gestern wieder zurückgelegt.
Dann steht da dieser Laptop, auf dem der Ablauf der Sendung steht, auf dem auch meine Moderationen stehen, die ich gerne während der Sendung nochmal umschreibe. Und das ist ein wichtiges Kommunikationsgerät. Über diese Software, die wir da sehen, wird die ganze Sendung gesteuert. Das heißt, wir sind immer on top of things. Und dieser Laptop, von dem viele denken, der sei Dekoration, ist tatsächlich ein Arbeitsgerät. Ja, das wäre jetzt eine Vermutung gewesen, dass das nur aus der Requisite kommt. Aber nein. Darf ich Sie auch mal was fragen? Na klar. Wie kommt es, dass der Professor die Interviews macht und nicht einer der Studentinnen? Das ist eine sehr gute Frage. Sollte man eigentlich jetzt umdrehen? Wahrscheinlich, weil ich am Regiepult keine Chance hätte. Ja, wir suchen noch einen Job für den, der gar nichts kann. Dann setzen wir den schon. Das wäre dann mein Posten. Die hätten das wahrscheinlich sehr viel authentischer und besser gemacht. Ich, da haben Sie recht. Eine letzte Frage habe ich. Was ist die grüne Hölle? Die grüne Hölle ist eine große Halle. Ich glaube, da drin könnte man fast Basketball spielen. Auf die wir die unterschiedlichen Hintergründe und Erklärräume und Videoelemente und so weiter projizieren können. Die hat uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, gerade Erklärstücke im Studio zu inszenieren. Und ich finde, sie sieht auch irgendwie toll aus. Sie ist im Moment in einer Umgestaltung, da muss aber kein Ziegel versetzt werden, sondern wir redesignen im Moment das Studio. Und irgendwann nächstes Jahr wird das dann wohl so weit sein, das ist ja jetzt nicht unheimlich kritisch. Das wird Kontinuität zeigen, aber auch Erneuerung. Und da arbeiten wir im Moment dran. Macht viel Spaß. Klasse. Wir haben ein anderes Beispiel für die grüne Hölle. Das wurde von Kollegen von Ihnen, Investigationsjournalisten, aufgedeckt, im Spiegel veröffentlicht. Vielleicht können wir das ganz kurz zeigen. Beschrieben ist die grüne Hölle, es ist Tübingen. Da ein besonderes Viertel, wo die Bewohner die grüne Partei wählen und es muss ganz furchtbar sein. Wir schalten jetzt mal wieder zurück. Ich kann nur sagen, man lebt und arbeitet sehr, sehr gerne in der grünen Hölle. Das können Sie bestimmt bestätigen. Das gilt auch für die grüne Hölle Tübingen. Genau. Also Herr Kleber, es war wirklich unheimlich spannend, mit Ihnen zu sprechen und zu reden. Und dass Sie sich Zeit genommen haben, dafür möchten wir uns die Studierenden und auch der Lehrkörper und alle ganz, ganz herzlich bedanken. Es war großartig. Bleibt ja in der Familie. Genau. Und wir freuen uns auf das Heute-Journal heute Abend dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. In der folgenden Woche, wir haben diese Sache jetzt aufgezeichnet, dieses Interview. Am Dienstag, dem 16. Juni, werden wir eine Covid-19-Ringvorlesung hören. Herr Professor Gawatz wird zu kardiologischen Befunden bei Covid-19 sprechen. Am Donnerstag wird der Biochemiker Professor Steele berichten über die Struktur, also Strukturaufklärung zum SARS-CoV-2-Virus. Und am Freitag werden wir mit unserem Prodekan Lehre über Studium und Lehre diskutieren. Wir freuen uns auf alle Zuschauer und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.